Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich mache mal wieder eine Kleidersammlung. Und soweit ich weiß, habe ich euch die Strampler noch nicht gezeigt, die ich alle habe mittlerweile. Nicht wundern, ich habe recht viel und ich möchte auch viele Sachen eben nicht verkaufen, weil ich daran sehr hänge. Lieber tue ich sie vorerst aus meinem Schrank raus und woanders hin, aber aktuell habe ich noch genug Platz. Genau. Hat sich ja, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, über längeren Zeitraum angesammelt. Also nicht wundern, ist einiges. Und natürlich in verschiedenen Größen und ja, drei verschiedene Größen und dann Mädchen und Jungen. Genau. Dann viel Spaß beim Video. Setze ich hier nebenhin und zeige euch nacheinander die Klamotten. Wir fangen an mit einem Strampler von Next Baby. Ich denke, den kennt ihr. Das ist dieser hier mit den Schlaufen und der an der Seite geschlossen ist. Und auf der im Rücken hat er diese einfach nur weiß und rosa Punkte. Genau, und den Füßchen eben diese süßen Applikationen. Und der ist Größe, ich dachte, der ist Größe Newborn, aber da steht jetzt nichts drin. Oder doch, hier steht was. Ne, ein Monat. Also eine englische Marke, wie gesagt. Da habe ich ja dann nochmal zwei. Ich mache jetzt aber so, wie sie hier drin liegen. Dann habe ich diesen hier. Ein dünner blauer. Ich würde sagen, für Mädchen als auch Jungs. Da ist so ein Teddybär mit einer Trompete? Nee. Posaune, glaube ich, keine Ahnung. Kenne ich mich leider nicht mit aus. Das ist Größe 62. Ich finde aber, der fällt recht wie 56 aus. Also den, der hat, ich glaube, den habe ich schon getragen. Vor über 20 Jahren. Und genau, den ziehe ich ganz gern dem Elias an. Aber ich denke, Mädchen könnten ihn auch anziehen. Dann habe ich etwas witzigere. Diese hier. Das ist Größe 50, 56, den Marke kenne ich nicht, so gestreift mit einer Maus. Einfach auch diese coolen Niki-Strampler. Immer gut. Dann diesen hier, Größe 50, 56. Auch hier so gestreift und da ist eine Maus und eine Ente drauf und hinten ist der jetzt komplett gestreift. Ich muss auch ein bisschen schnell machen, sonst geht das zu lang, denke ich. Dann habe ich diesen hier, einer meiner Favorites. Den hatte ich schon von Anfang an. Der hat einen Reißverschluss von hinten oben bis zu einem Bein nach unten. Das so halb unten ist hier. Ist super weich. Und ich weiß nicht, ich liebe auch so Ganzkörperanzüge. Da ist kein Schild mehr drin. Das ist auch einen, den ich früher getragen habe. In diesen süßen Schäfchen, würde ich behaupten. Eben in Blau. Genau, super kuschelig. Ich liebe den auch, weil er eben so ein Ganzkörperanzug ist. Ich habe da noch einen. Den hatte ich nach der Geburt. Das war der erste Strampler nach meiner Geburt. 50, 56 müsste auch sein. Der hat so eine Schildkröte drauf. Ist komplett in so einem Grün. Genau, hat hinten so eine Applikation. Bisschen unten weiß. Auch einer meiner Favorites. Genau. Jetzt mache ich weiter. Dann haben wir hier so einen. Den finde ich so süß. Der ist auch einer von ganz am Anfang von mir. Ich getragen habe 50, 56. Da steht Girl or Boy. Also ich würde behaupten, können beide anziehen. Ganz schlicht eigentlich in Gelb, in so einem kuscheligen Niki-Stoff. Stoff finde ich immer ganz toll. Dann auch, okay, ich glaube, ich liebe alle, die ich habe. Weil das ist auch ein, wo ich sehr gern mag. Der ist von Kick, Größe 50. Der war in so einem großen Set mit 12 Teilen drin. Genau, der hat unten keine Füßchen. Kann man im Schritt eben aufmachen, dann auch ganz einfach wickeln. Ich finde den so herzig. Ich weiß nicht, die Farben sind so schön.
dazu der nächste. Der ist auch wieder von Next. Der kam in einem Set. Ich dachte, der war auch ein Monat. Yes. Up to one month. Also ich denke mal 50, 56. Eben mit so vielen Tierchen drauf oder verkleideten Kindern. Löwe, Drache, Zebra, Pinguin, Giraffe. Ja, ringsherum. Und ich finde die Farbe hier so toll. Das ist kein richtiges Rot, eher so Richtung Orange. Suche ich gerade den passenden dazu. Also den, der wo in dem Set war. Das war der hier. Ist der nicht toll? Der ist eigentlich recht schlicht, aber hat diesen coolen Drachen auf der Seite. Und mit diesen hier, die wegstehen. Eben auch wieder von Next. Er wird an der Seite zugeknöpft. Im Gegensatz zum anderen, der in der Mitte zugeknöpft wird. Und da war eben so eine Mütze dabei in diesem Grün. Dann machen wir weiter mit einem Strampler vom Tyler. Der steht drauf, I love milk. Ist in Größe 42 von Kick. Ich finde ja die Kicks daran echt auch super. Das Einzige, was mich hier stört, sind die Füßchen. Ich finde, die sind irgendwie nicht passend, aber mit Socken geht das. So, der nächste. Auch ein Special. Der ist Größe 56, einer von C&A. Das ist der Strampler, mit dem Elias gekommen ist. Genau, da steht Little Pirates drauf. Ich glaube, das ist eine Katze. Und eine Truhe mit einem Papagei vielleicht. Genau, vorne eben weiß, blau, weiß gestreift, hinten komplett blau. Mit dem verbinde ich halt immer noch das erste Öffnen oder das Paket öffnen von Elias. Das ist auch ein Strampler und das ist die 56, wie eigentlich die meisten. Auch wieder dieser coole Nicky-Stoff. Hinten grün, vorne grün mit, ich sag mal, ein Hund auf so einem Pilzhaus. Die waren mal in so einem Set, wo ich auf eBay gekauft habe und da waren eben ein paar Strampler, wo ich richtig toll fand. Und dann waren eben noch ein paar, wo jetzt nicht so toll sind. Aber ich habe mir gedacht, ich behalte die. Ich kann die später auf jeden Fall, denke ich, brauchen. Sollte ich Kinder haben. Da steht Fridolin drauf. Und das ist so ein süßer 50-56. Wobei ich finde, der fällt ein bisschen größer aus. Topolino müsste Ernstings Family sein. Der war eben auch in diesem Set, wo ich gerade von gesprochen habe. Den kann man hier links und rechts so eine Latzhose aufknöpfen. Unten so süße. Er ist ein bisschen groß, würde ich eher auf 62 schätzen. Aber ich finde ihn so toll. Ich finde ihn so süß mit dem Elefanten. Also auch das Haar. Unter anderem wollte ich den haben. Den finde ich auch toll. Ihr seht das selten, dass ich die anhab. Ich ziehe die in der Regel nur nachts an. Genau. Da ist auch so eine süße Maus drauf. Und eben wieder dieses Rot, was ich irgendwie voll toll finde. Mit Blau. Hinten komplett. So dunkelblau Richtung schwarz. Dann haben wir noch mal einen, wo da drin war. Forest Adventures, der steht da drauf. Der müsste auf dem 56 Topolino sein. Ich behaupte jetzt mal, der fällt auch etwas größer aus. Aber ja. Später ist das sowieso Wurst. Und heute auch kann man schön kuscheln. Dann Größe 50, 56. Einer, den ich richtig toll finde. Der ist so einem hellblau, so babyblau. Hier so gestreift, also nur vorne an den Seiten so gestreift. Hinten ist er komplett. Und unten die Füßchen. Und da ist so eine süße Maus drauf. Genau, den fand ich auch wunderschön. Dann kommt ein Strampler, den ich von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen habe. Größe 50 von NKD, My Toy Car. Ist ja gesagt, ein schöner Leichter für den Sommer mal. Aber der ist einfach auch nur so, keine Ahnung, voll toll. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die Jungs fast durch. Jetzt mache ich mal bei dem einen weiter. Vom Tyler. Er hat noch diesen hier. Vom C&A. Der ist eigentlich grundsätzlich weiß, hat hinten so eine Knöpfung, schwarz gestreifte Ärmel und so ein schönes Orange in dem Panda. Ganz süß, ich glaube, das war Babyclub Größe
46. Genau. Was mich an dem stört, sind auch die Füße, die irgendwie passen nicht. Ich glaube, das ist normal. Dann habe ich diesen hier von Kick. Den kennen bestimmt auch viele. Diese Hund, Katze, Maus und Größe 42. Also der ist recht grenzwertig, der ist fast zu klein. Geht aber noch. Jetzt mache ich auch noch die kurzen Strampler zwischen rein. Das ist ein, keine Ahnung, Sommeroutfit für die Pia. Mit diesen schönen Knöpfleiste, mit den schönen Blumenstickereien. Ganz nett finde ich auch das. Genau, der ist vom Primark. Ah ja, guck mal die Schleife hier. Voll detailliert. Ich finde den toll. Genau, und zum Anziehen ist der auch ganz praktisch, weil der auch hier aufmacht. Weil der immer, wenn man ihn unten auch aufmachen kann, kann ich einfach schnell drüber ziehen. So, ich hole mal schnell. Ich muss gucken, ich bin schon echt lang und ich habe noch einige. Ich muss mich ein bisschen beeilen. So, dann haben wir einen Strampler für die Pia, also einen sommerlichen. Der ist von C&A, Größe 80. Der war in einem Set. Der hat eben leider ein paar Flecken. Fand ich nicht schlimm, weil das Set sehr groß war und da war viel Katers drin. Und ich habe ihn jetzt einfach nicht weggetan. Oh, ich ziehe ihn auch mal gern an. Sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Garden Fiesta steht da drauf und hinten ist er komplett gestreift. Ich finde Kleider wegschmeißen ist so ein bisschen grenzwertig manchmal. Oh ja, jetzt kommt ein, den finde ich auch richtig toll. Der ist von Gumballs. Okay, keine Ahnung. Der ist super niedlich. Erstens wegen diesen Affen-Applikation und das hier ist ja auch nur so, ne? Und die Ärmelchen sind ja eigentlich, ist es wie ein Top, aber es hat hier noch diese Ärmelchen. Das sieht so toll aus. Genau, und unten schöne Rüschen noch. Richtig niedlich. Und hinten ist er ganz simpel. Und oben hat er die Knopfleiste. Genau. Auch ein richtig toller. Jetzt haben wir hier noch so einen beigen. Der ist von Chico. Größe 62. I Bondi Chico. Auch so ein simpler. Der ist ein bisschen groß. Deshalb ziehe ich den eigentlich nie an, aber für den Sommer ist er eigentlich ganz nett, weil er schön leicht ist. Genau. Jetzt kommt auch ein ganz toller. Da freue ich mich schon, wenn ich den der Emma auch anziehen kann. Von NKD, den hat mir auch meine Schwiegermutter geschenkt. Größe 56. So ein komplettes Blümchen. Voll hübsch. Und unten schöne Rüschen. Was so ein, wie nennt man das denn? Sommeranzug. Keine Ahnung. Und das ist auch so hübsch. Den habe ich im H&M mitgenommen für 2 Euro. Größe 50. Auch so voll süß. Und hinten, schaut euch das an, voll hübsch. Und unten auch schön gerüschelt. Voll süß. Da bin ich mal gespannt, wie das bei der Emma aussieht. Da muss sie auch mal noch rein. So, jetzt kommen wir wieder zu Mädchensachen. Ich habe hier einen von Topo Mini, Größe 56, mit so einem Elefanten, der ist so schön gestreift, halt auch hier so ein Ganzkörper und irgendwie, die mag ich auch ganz gern. Jetzt kommt der, einer von Next wieder, von diesen Up to One Month, das Set, wo ich halt, also das, was ich jetzt erst gezeigt habe, ist das ein Set, einer von dem Dreier-Set noch dazu. Der ist so, das ist nicht weiß, das ist eher so beige. Es kommt hier jetzt schlecht rüber. Eher so Richtung beige, eben gelblich. Oben eine Schleife, hier schön und hier wieder schön das am Kragen entlang. So Rüschen bis rum sogar. Genau, und der hat vorne eine Tasche. Die Füßchen sind so. Genau, und hinten eben ganz schlicht.
Ah ja, was ich auch noch nicht gezeigt habe, die von Next, die kann man hier so umklappen. Da hat man auch theoretisch so Fäustlänge. Genau, das nehme ich für den Ribbons nicht. Ich denke, das ist vielleicht ganz praktisch bei echten Kindern. Hier ist Größe 62, Toys for Babies, steht da drauf. Das ist auch ein toller, der ist nur ein bisschen groß, aber ich finde die Farben so toll mit diesem Grün, Grau und Rose. Genau. Und der ist so mega, mega kuschelig. Genau. Der letzte Stapel. Okay, noch nicht der letzte Stapel. Ich habe noch ein paar mehr. Hier haben wir einen, den ich auch toll finde. Da steht Größe 62. Hier ist so eine. Warte, da steht Dream Baby. So Elefanten. Der eine Seite gestreift, auf der anderen Seite weiß und die Arme eben gegenseitig, der Rücken komplett gestreift. Und auch die geht ganz runter. Sehr schön zum Anziehen. Jetzt kommt der dritte Strampler von dem Set von Next. Der hat in der Mitte eine Knopfleiste. Da ist überall so eine Stickerei außenrum, komplett runter. Der hat hier am Bauch noch so Röschen links und rechts. Und dieses wunderschöne Blumenmuster. Genau, und hinten hat er dann diese Farbe. Voll schön. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die sind teuer, aber ich muss die haben. Das habe ich mir damals gegönnt. Dann habe ich diesen einen viel zu großen Strampler, aber ich will ihn nicht hergeben, weil der eben auch ganz hübsch ist mit diesem ganz einfachen Rosa. Und unten im Schritt kann man den ja dann aufknöpfen und wickeln. Bündchen ohne Füße. Jetzt kommt ein, den ich richtig toll finde. Der müsste Größe 50 sein oder so. Der ist recht klein. Ich finde die Farben richtig schön. Die leuchten. Ich bin ein Typ, ich mag Farben lieber wie nur grau. Aber manchmal ist auch grau voll schön. Jedenfalls, da ist ein Frosch drauf in seinem Teich. Und da steht drei, always a good day at the lake. Genau, außenrum sind dann so Frösche und sagen wir solche Froschfüße, klar. Nee, so ein Gesicht. Genau, ringsrum und auch unten wieder eine Knopfleiste zum schnellen Wickeln. Super praktisch. Jetzt egal, aber später wichtig. Ich denke, ihr könnt mich verstehen. Oh, jetzt kommt ein ganz toller. Der ist so schön rosa. Da steht drauf, it's a chilly all day. Da ist das Ferkel drauf und unten steht, what shall Piggott wear today? Also was soll Ferkel heute tragen, ungefähr. Und da steht zum Beispiel Mittens für Handschuhe, Bobblehead, also eine Bommelmütze, Scarf, ich glaube, ich es richtig lesen kann, für Schal. Socks and Boots für Socken und Schuhe und Pants. Voll süß. Genau, die hat an der Seite eine Tasche. Oben eine Knopfleiste und eine wunderschön hier. Hinten ganz simpel, da gehen noch nicht die Taschen noch rum. Und hier steht Piglet. Ist gar nicht. Also ich behaupte, das ist höchstens 50, die sind echt kurz, hat unten eine Knopfleiste. Das Einzige, was an der ein bisschen schade ist. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich die anziehen soll. Weil unten ist irgendwie eng die Knopfleiste und oben durch geht eigentlich auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Das war auch einer, der war in so einem Set dabei. Der ist ganz witzig, mit ganz vielen Haken. So Blasen. Auch so ganz einfacher. Ganz Körper. Ich finde den ein bisschen kurz. Oh, jetzt kommt auch noch was ganz Witziges. Das ist so eine Latzhose. Da steht Nelly drauf. Ganz witzig. Und das letzte ist nochmal so eine Latzhose. Den finde ich ganz kuschelig und niedlich. Ist eben auch ein bisschen zu groß. Da ist ein Hund drauf.
Genau, das ist nicht groß. 62, 68, richtig groß. Genau, aber ist so ein ganz kuscheliger Stoff. Man kann unten nicht wickeln. Ja, ist eher, ups, wie so eine Latzhose. Ja, jetzt kommt noch die von der Pia. Sie hat nicht so viele Strampler. Ich ziehe mir die ehrlich gesagt auch gar nicht so oft an. Das wird jetzt ein langes Video. Größe 80. Einer meiner Lieblings. Der ist zwar leider ein bisschen kaputt. Ich weiß noch nicht wo. Ist auch ein bisschen verwaschen, aber ich finde den so schön. Guckt. Hier oben so ein Band. Die wunderschöne Farbe. Dieses Muster. Hier ist eine Schleife. Keine Ahnung. Und unten sind die Füßchen frei. Kann man theoretisch umklappen. Mache ich aber nicht. Genau. Ich finde den so toll. Ich weiß nicht wieso. Denke ich mir manchmal, obwohl er verwaschen ist. Das ist auch, das ist der erste von der Pia. Den ersten, den ich ihr gekauft habe. Und da weiß ich dir auf Eulen. Da ist eine Eulen drauf. Voll schön. Und rosa, richtig schön pink und rosa. Ganz toll, so ganz einfach eigentlich. Der ist von Kick. Oh, Größe 74. Aber oh, passt perfekt. Wie gesagt, sie braucht, glaube ich, 74, 80. Hier haben wir einen Strampler von C&A. Der kam in einem riesen Sack, wo ich gekauft habe. Größe 80. Der ist so gestreift und hat unten zum Beispiel rosa die Füße. Die Armen. Genau, der sieht so aus. Und der letzte Strampler, auch von C&A, den finde ich eigentlich auch ganz nett, den ziehe ich aber selten an, weil ich den eben nicht so gern mag. Der ist oben mit so grün und eben so rosa gestreift. Ich denke, der war mit dem anderen in einem Set. Genau. So, das ist das ganze Chaos. Alles meine Strampler, aber ich will keinen hergeben, weil wie gesagt, ich denke mal, später kann ich die definitiv mal gebrauchen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr die schönsten sind. Und bekommen tue ich wahrscheinlich nichts dafür. Also behalte ich sie. Wenn ich hier Platz brauchte in meiner Kiste, kann ich sie ja jederzeit hier raus tun und woanders lagern. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!